Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie es zu diesem komischen Stunt von mir gekommen ist, dann müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben und das Video anschauen. Auf jeden Fall haben wir sehr viele coole Sachen erlebt beim Bike Festival und die wollen wir euch jetzt zeigen. Frühstück in der Sonne und irgendjemand klaut schon wieder meinen Kaffee. Meint ihr, ich soll einfach seinen austrinken? So, hier sind wir. Bike Festival Riva. War gefühlt schon mal größer, aber hat trotzdem so seinen Riva-Flair mit den Bergen außenrum schon allein. Ja, läuft ganz gut, oder? Gut, ist es oh. Keine Flügel heute? Nein, heute keine Flügel. Keine Transalp. Nico ist noch auf der Suche nach einem Helm für sich, weil der andere ist einfach schon so alt. Aber vielleicht gibt es auch den alten einfach wie neu oder eben so einen. Wie sieht das aus? Ja, genau. Sehr professionell. Was sagt ihr? Wie sieht's aus? Ich lach mich schon aus, dass ich zum Helikopterpilot werde, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Du kannst Helikopterflieger, oder? Ja. Die Notausgänge befinden sich zu ihrer linken Seite. Hier dann mal noch einen Schwenk übers Festivalgelände. Jeder, der schon mal am Bike-Festival war, der wird sofort feststellen, dass es diesmal woanders ist als sonst immer. Gehöre nicht dazu. Ach so. Ah, Mist, habe ich wieder irgendeinen Kasanten erwischt. Und zwar war das diesmal auf diesem großen Parkplatz, wo sonst manchmal diese Dirtbike-Events waren, während dem eigentlichen Festival. Und ich finde, das ist eine recht gelungene Location. Auf der anderen Seite vom Parkplatz sieht es so aus. Ist noch relativ viel Luft, aber angenehm, um das Ganze zu wissen. Ich versuche euch mal ein bisschen zu zeigen, wer alles hier ist. Also ich würde sagen, es ist kleiner wie sonst im Frühling, aber die Großen sind alle vertreten. Oder wie siehst du das? Ja, die Großen sind da, die Kleinen sind auch da, sogar Suntour Gabel. Bei den Poolnudeln ist viel los. Ja, passend zum See. Hier ist noch Schatten. Also das muss man vielleicht auch noch erwähnen, das Wetter hätte nicht besser sein können. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt. Mögt ihr Bike Festival lieber gleich Anfang Mai, so wie es immer war, oder fandet ihr jetzt im Oktober, im Herbst auch richtig gut? Also groß ist es irgendwie doch, so nach der Hälfte betrachtet. Ja. Bei Alutech fliegen tatsächlich die Funken. Ah, mega. Diese Schutzmasken dienten dafür, dass man näher rangehen konnte und sich das Schweißen wirklich auch von der Nähe anschauen konnte. Und das war wirklich super eindrucksvoll, eine mega Idee von denen, das so zu machen. In Folge haben wir dann noch einige Testrides gemacht, das wollen wir aber in einem eigenen Video zeigen. Und dann ging es nochmal zurück aufs Festivalgelände. Schaut mal, was wir da noch erleben durften. Also, so würde es gehen. Jetzt haben wir das gesehen. Jetzt müssen wir nur noch schauen. Oh, okay, so einfach sieht das doch nicht aus. Jetzt knackt es schon mal. Ja, Nico kann ja in echt auch sehr gut Wheelie fahren. Dementsprechend hat es gleich mega gut funktioniert bei ihm. Und ich war dann so mutig und habe es auch mal ausprobiert. Das Vorderrad muss hoch. Ja, hoch. Okay, warte, ich gehe näher hin, dann geht's hoch. Ja. Und jetzt heißt es aber gut aufgepasst, denn ein bisschen Bike-Gefühl scheine ich auch zu haben. Und ich habe das noch so richtig gut hingekriegt. Ja, sehr gut. Ja, so musst du es dann auch machen. Ja, gut. Der schaut zu entspannt aus. Das klappt der Körner. Ja, wir hoffen, das Video hat uns euch hat allen gefallen. Jetzt wird es Zeit für die Pizza. Gute Nacht, macht es gut. Ciao, tschüss. Ciao.